spirituelle Jahresausbildung bei Jesus Lopez ist ein Highlight in meinem Jahr, denn sie lässt mich wachsen, sie lässt mich in allen Bereichen, in denen ich es mir gewünscht habe, über mich hinaus wachsen. Jesus versteht es durch seine herzliche Art und auch durch sein großes Fachwissen und seine Praxiserfahrung, mich immer wieder über meine Grenzen hinauszubringen. Und er schafft es eben durch eine Vielzahl an Übungen, an Meditationen, unterstützt durch Geistheilungstage, die ich sehr empfehle, ergänzend zur Ausbildung zu machen, auch durch Theorie und durch die schöne Führung der Gruppe, das so voranzubringen. Es ist eine Vielzahl an Themen. Es fängt an vom einfachen Spüren der Energiefelder. Es geht bis hin in die fünfte Dimension, in Aura-Chirurgie und Sachen, von denen ich mir nie habe träumen lassen, dass ich das auch selbst mal anwenden kann. Und was sehr, sehr wichtig ist, nebenbei zu üben, mit vielen Leuten, unterschiedlichen Leuten oder auch engen Vertrauten immer wieder zu üben, das ist so das Salz in der Suppe. Vielen Dank, dass ihr das anbietet. Also während dieser Jahresausbildung mit Jesus habe ich eine ganz starke Bewusstseinserweiterung erzielen können, auch ein intensives Fühlen, und meine spirituelle Arbeit mit mir und mit dem Leben hat sich auch ganz intensiviert. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Seele mich zu dieser Geistheilerausbildung geführt hat. Und ja, es macht ganz viel Freude. Und man merkt auch gerade, dass Jesus wirklich eine ganz, ganz starke Energieübertragung schafft, durch Handauflegen, aber auch durch die pure Anwesenheit von ihm, dass da ganz, ganz viel Klärung in das persönliche Energiefeld kommt und dass man gesunden kann. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Insofern ist es ganz, ganz entscheidend, dass man ja praktisch an allen drei Bereichen arbeitet, weil ja durch die Anforderungen des 21. Jahrhunderts ist es immer wichtiger, sich mit dem Bewusstsein und der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und dafür ist es ein sehr wunderbarer, wunderbarer Weg und eine wunderbare Ausbildung. Ja, ich habe ja die Ausbildung bei Jesus gemacht und beim letzten Modul hat sich wahnsinnig viel getan. Wir haben verschiedene Übungen gemacht und ich habe abends schon gemerkt, als ich nach Hause kam, dass mein Brustkorb vor Weite fast explodiert und ich eigentlich wie in Glückseligkeit war. Und zwei Tage später ist bei mir die Liebe eingeschlagen. Also wirklich sehr, 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 sehr überraschend, obwohl ich diesen Mann schon lange kannte. Aber es ging dann Knall auf Fall. Es war auch wirklich nicht zu erklären. Und seitdem bin ich in Liebe und mein Herz darf sich immer weiter öffnen. Ich hatte vorher Angst und und ich glaube auch, dass ich das Gefühl habe, dass ich lieben kann.